Es gibt Lehrer, die kennen sich unheimlich gut im Urheberrecht aus, die kennen sich unheimlich gut in Materialprüfungen als solches aus. Und es gibt aber auch Lehrer, die haben sich mit dem Bereich noch gar nicht auseinandergesetzt, beziehungsweise vielleicht auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und die übernehmen unkommentiert Materialien.